Hallo Hu und Lulu, ihr habt darauf gewartet und jetzt geht's endlich weiter. Schwalbe. Neues Video. Dieses Mal, ihr seht, es hat sich nichts getan. Alles unverändert. Und dieses Mal machen wir das Teil sauber und dann geht's ans Zerlegen. Und dann ist so gesehen Bestandsaufnahme. Das heißt, wir gucken uns das Teil am Ende von dem Video komplett zerlegt an. Und vorher machen wir erstmal eine Prostata-Untersuchung. Und warte, das könnte jetzt ganz kurz wehtun. Ah. Ja. Nee, was ganz wichtig ist, dass wir natürlich das Teil erstmal sauber machen. Dafür von Harley Hall unser Shampoo oder deren Shampoo. Gerade jetzt hier für Automobilbereich Mikrofaser, damit wir den Lack auch nicht allzu sehr zerkratzen. Natürlich, ich sag mal, wir haben jetzt hier nicht die Möglichkeit, das Teil abzuspritzen, wäre vielleicht auch eine gute Möglichkeit, aber ich ziehe mal hier den Schlüssel ab. Das Teil müssen wir eh einmal richtig sauber machen, das heißt hier, ich gehe jetzt hier gut drüber und der Lack muss aber auch und der wird richtig geil aufbereitet, das kann ich euch auch schon sagen. Weil da schlummert auf jeden Fall auch noch viel drunter. Und ihr seht auch schon, was jetzt hier rauskommt. Oh ja, oh, schön ein abrubbeln. Ja. Oh, sexy Bitch. So, jetzt können wir eigentlich in Porn übergehen. I told myself that money would never be a factor. Now I'm laughing at Benny Hanna's with benefactors. My sell my soul for an artist's love with them giant raptors. My chef cooking that steak and lobster on giant platters. Forsaking all again for this path I'm after. Path to disaster, enslaved by the master. I'm hearing they laughter, Took off my own grapes, yes I'm blasted. Pockets is fatter, without peace but does it matter? Manifesting this madness, my career center stage. You just a sideshow, carrying the shame everywhere that I go. Ain't no way this can continue, I know. But do I want that mercy or that mercy lie? Das war's. Also für den Anfang. Wie ihr sehen könnt, das ist natürlich jetzt nicht der letzte Glanz. Also die sieht jetzt geil aus, wie sie in Wirklichkeit ist. Wenn sie gleich abgetrocknet ist, ist der Lack wieder matt. Aber gibt uns einen Vorgeschmack, wie geil die Schwalbe werden wird. Und jetzt fangen wir an mit Zerlegen. Ganz einfach. Und dann geht's los. Wir schnippen uns in die Werkstatt und dann, ach nee, komm, scheiß drauf. Wir gehen einfach direkt über einen Zeitraffer. Viel Spaß! Das ist das Endergebnis. Wie ihr hören könnt, habe ich mich in der Zwischenzeit, also innerhalb von 2 Tagen, etwas erkältet. Aber also das zieht sich hier wirklich wie ein Faden, goldener, grüner Faden durch. Das Teil ist von vorn bis hinten richtig geil vom Zustand. Also hier ging jede Schraube auf. Teilweise musstest du die nicht mal aufdrehen und du hast eigentlich gedacht, die ist locker. Aber es war halt alles seidenweich. Ich hab noch nie ein Moped erlebt, wo man den Kickstarter losschraubt und den einfach von der Welle runterzieht. Also ohne Hämmern oder irgendwas, sondern der geht saugend rauf und runter. Und die Welle ist nicht kaputt, ja, was auch ganz oft passiert. Also ich zeige euch jetzt erstmal den Zustand. Ihr habt ja jetzt alles mitgenommen, den Zeitraffer. Wir haben jetzt viel gemacht, wir haben das Teil sauber gemacht, komplett zerlegt. Jetzt geht es an die Aufarbeitung. Das sind dann die nächsten Videos. Da nehmen wir euch auf jeden Fall auch mit. Ich gebe euch am Ende auch noch einen kleinen Ausblick. Vorher möchte ich aber halt euch auch nochmal das Fahrzeug zeigen. Also im Endeffekt, der Rahmen ist wie geleckt. Wir haben hier
diesen Zwitterrahmen, also wir haben hier beide Aufnahmen für den alten Stoßdämpfer und für den neuen Stoßdämpfer schon. Das ist dieses Übergangsbaujahr eben, wir haben ja hier 69 und ihr hattet auch in dem anderen Video in den Kommentaren auch schon geschrieben, dass die Stoßdämpfer hier nicht reingehören, ist natürlich richtig. Die werden, denke ich, auch rausfliegen, weil ich halt wirklich diese Optik von dem Fahrzeug wahren möchte und ich möchte auch, so viel es geht, von den Originalteilen behalten. Also ich denke, dass wir die Räder neu einspeichern werden, aber ich möchte eigentlich die originalen Felgen behalten. Ansonsten, was ist mir aufgefallen? Also, wie ich schon gesagt habe, das zieht sich überall durch, dass das alles in einem geilen Zustand ist. Das geht los bei der Zündschlussabdeckung und diesen Kleinigkeiten, ja, wo man halt sieht, hier war auch noch nie jemand dran und hat vorher irgendwas gemacht. Auch diese Abdeckung, also wenn wir jetzt einmal bei diesen Kleinigkeiten sind, auch diese Abdeckung hier vom Luftfilter, das sitzt hier oben drauf. Auch das ist einfach ein Traum. Alles, was du hier anfasst, absolut. Und natürlich auch die Blechteile, ja. Also das, da habe ich natürlich auch nicht schlecht geschaut. Ich muss mal den Panzer holen. Schaut euch mal den Panzer von innen an. Das ist doch unglaublich, oder? Dieser perfekte Zustand, da ist nichts, da ist kein Kantenrost, da ist nicht mal hier, das hier. Das ist kein Rost, gar nichts. Absolut unvorstellbar. Richtig geil. Also hier kommt natürlich auch noch Gepäckbrücke, Rücklicht, alles ab, damit wir das richtig polieren können. Aber, also das ist phänomenal. Viele von euch, die mit Mobitz zu tun haben, die schrauben können, die kennen sowas, wie scheiße das dann halt aussehen kann. Aber hier, das ist ein absoluter Traum. Auch hier nur ganz leichter Rost. Das ist so, so geil. Was mir auch aufgefallen ist, das hatte ich auch schon gesehen bei unserem ersten Video, dass die Hinterradbremse einmal umgebaut wurde, weil normalerweise bei dem Baujahr geht der Seilzug noch rein. Hier haben wir noch das Preisschild, was natürlich auch darauf hinweist, dass das schon mal getauscht wurde und dieser Zustand der Bremsbacken. Genial, wie neu. Also ich würde da hier nichts dran machen. Auch vorn ist das natürlich hier wieder mit der Mutter. Ist egal, vorne ist es auch wie neu. Also es ist egal, was man hier anfasst. Es ist alles in einem super geilen Zustand. Natürlich hat das Moped gelebt. Deshalb sind natürlich auch alle Sachen nicht mehr 100% original, weil es gefahren wurde. Wie die Kleinigkeiten, die ich jetzt schon angesprochen habe. Was ich auch noch nicht gesehen habe, also zur einfachen Montage habe ich diese Sachen aufgeschnitten, weil die eh schon kaputt sind. Also das sind auch solche Sachen, der Gummi wird hart, spröde, das muss dann gewechselt werden. Aber hier es ist kein Öl drin, kein Fett. Also die Kette hat noch nie einer gefettet. Hier seht ihr das. Das ist einfach, das ist auch ganz witzig. Und was ich auch witzig fand, das Problem kennen auch alle Simson-Fahrer, dass es ritzellose ist, ist natürlich hier auch. Also auch hier bewegt sich das. Ja, das ist so eine kleine Krankheit, dass man das nie richtig festkriegt oder dass sich das schnell lockert. Ja, also alles im Allen richtig geil. Macht wahnsinnig viel Spaß, an dem Fahrzeug zu arbeiten. Und als kleinen Ausblick noch mit den Rahmen. Und auch mit den Blechteilen gehen wir und Motor gehen wir zu Strahlwerk Deluxe, lassen die Sachen trocken eisstrahlen. Das zeige ich euch da auch nochmal, dass das halt ein super schonendes Verfahren ist. Und gerade halt jetzt, ich sag mal hier in diesem Bereich, kommen wir da super rein und greifen den originalen Lack nicht an. Das ist mir halt wichtig, weil ich ja schon gesagt habe, dass wir so viel wie es geht von dem originalen Zeug behalten wollen. Auch beim Kabelbaum bin ich mir noch etwas unsicher. Die Kabel sehen alle super aus. Die sind an sich gut, kommt halt dann darauf an, wie schlecht oder wie anfällig der neue Kabelbaum ist. Das ist dann immer, also nur weil es neu ist, muss es nicht unbedingt besser sein. Da muss man dann halt auch abschätzen, da haben wir ja auch schon viele Erfahrungen mit unseren Motorrädern gemacht. Aber es wird ansonsten zu lang und dann wird das hier ein zweiteiliges Video, das möchte ich auch nicht. Ja,
Wir haben noch jede Menge zu tun, aber es macht verdammt viel Spaß. Also im nächsten Video geht es weiter mit der Schwalbe und ihr könnt in die Kommentare reinschreiben, was euch noch so auffällt, was ihr euch wünschen würdet. Definitiv der Lack bleibt. Also, ne? Weil da auch schon einige geschrieben hatten, wir werden garantiert hier nichts tun. Wir werden so viel Patina erhalten, wie es geht. Und das, auch der Auspuff, denke ich, wird original bleiben. Ja, und ansonsten, was würdet ihr mit dem Kabelbau machen zum Beispiel, könnt ihr mal noch reinschreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video mit den nächsten Arbeiten. Bis dahin.